Ja, Aloha und herzlich willkommen zurück zu Guardians of Ember mit mir und Dummheit. Ja, ja, es ist schwierig zu erklären, wie man das jetzt den euch schonend beibringen soll, aber ich bin gestorben. Tot. Vernichtet. Verprügelt. Und zwar wollte ich eine Soundcheck-Aufnahme machen. Ich hatte ein Let's Play zusammen mit, naja, anderen zusammen aufgenommen und musste danach meine Soundeinstellungen ändern. Und da habe ich gesagt, na, du testest du mal aus und du musst ja auch die Fähigkeiten testen. Machst du mal. Die Gegner hier sind ja nicht so stark und wir probieren es einfach. Warst du hier? Ja. Und da war hier ein Zombie. Ein Gegner. Ich sag mal. Er konnte Wurzeln und paralysieren. Beziehungsweise, ich weiß nicht, welches von beiden das war. Und was war passiert? Er hält mich fest. Und auf mich kloppen Tausende von Zombies gleichzeitig ein. Weil ich natürlich alle zusammengezogen hatte. Mit anderen Worten. Herzlich willkommen im normalen Modus, vielleicht sogar mal mit Gruppen in der Zukunft bei Guardians of Ember. Wenn ich mir das merken kann, heißt der Part auch Gruppen in der Zukunft. Wenn nicht, habt ihr jetzt hier irgendeinen anderen Partnamen, aber im Herzen wird es der sein. Ja, genau sowas hier. Genau das. Ich kam nicht mehr raus. Naja, ich war nicht von Gegnern umzingelt. Das war es nicht wie hier, sondern ich war gewurzelt. Und ich löse jetzt mal ein kleines Geheimnis auf. Wer meinen Kanal-Trailer gesehen hat, da ist so ein Zwerg, der gerade bei Guardians of Ember, der so getötet wird von einem Zombie. Also ich weiß nicht, was das jetzt zu bedeuten haben könnte, aber vielleicht ist ja unter euch ein kluger Kopf, der das Rätsel lösen kann. Bin froh, so lange ausgehalten zu haben. Ich finde es schade, dass es nicht länger sein wird mehr. Dieser Modus ist nicht mehr zurückzuholen. Und ich gebe jetzt garantiert nicht das Let's Play deswegen auf. Sondern ich will den Charakter hier hochstufen. Und deswegen hat es vielleicht ein gutes, ich kann entspannter an die ganze Sache rangehen. Und genau das machen wir auch. Was muss ich ja eigentlich machen? Entzündet die Kerzen. Die Kerze. Ah, eine Mini-Kerze mitten in der Map. Kerzen. Mehrzahl. Yay. Und noch mehr Gegner herbeirufen. Alter. Wow. Also, die kommen jetzt mit Masse und, naja, ein wenig Klasse wenigstens an schon. Finde ich gut. Soll auch ein bisschen herausfordernd mittlerweile sein. Bin gespannt, was noch auf uns wartet. Und das ist schon bedeutend, wenn wir in den ersten 3 Minuten schon den Erfolg Kammerjäger haben. Wie viele Gegner denn doch auf uns warten? Ich muss mal gucken, wann der Part jetzt rauskommt, weil ich ja noch ein weiteres Projekt geplant habe, was wahrscheinlich jetzt schon auf meinem Kanal drauf ist. Und ich werde es denn so machen, dass ich das in einem Wechsel mache. Also sozusagen 2 Guardians of Ember Parts? Nee, drei. Drei in der Woche. 2 von dem anderen Let's Play, von dem neuen. Kommt drauf an, wie lange ich es noch spielen werde. Wenn nicht, kommt dann wieder ein neues Let's Play. Also die Tage hebe ich mir dann für so Kurzzeit-LPs auf. Und dann Warframe 2-mal die Woche für das andere. Und das schaffe ich dann auf jeden Fall alles wunderbar aufzunehmen. Zu schneiden, mich darauf vorzubereiten, es hochzuladen. Ihr habt jeden Tag mindestens ein Video, eventuell mal 2. Und denkt mal, wenn ein Video am Tag rauskommt, das reicht auch für einen kleinen Let's Player erstmal so aus. Vielleicht am Wochenende 2. Werden wir mal sehen. Ich möchte euch ja nicht irgendwann hier zuspammen mit 1000 Videos. Das soll auch nicht der Sinn der Sache sein. Es soll daran sein, dass ich Spaß habe an den Spielen und die aufnehme. Und viele meiner derzeitigen Viewer, die sind ja auch alle Let's Player. Ich glaube, ihr habt ja ein dasselbe.
Spaß will man damit haben. Man will nicht erfolgreich sein oder eine enorme Menge an hoffnungslosen Untoten. Also, doch, schon. Also, zu viele Videos, die den man sich gar nicht angucken kann, mehr rausbringen. Besiegt Kidun Bernal. Na, ich hab doch hier 1000 Fähigkeiten, die ich auch anwenden kann. Und? Nichts. Aber Erfahrung und Erfahrungspunkte. Und Obsidian. Die vergesse ich ja immer, dass es dafür auch Obsidian gibt für Weltquests. Eine Währung, wo ich noch gar nichts mit angefangen habe. Und so richtig wie ein Ritter sehe ich auch nicht aus, wie ich hier rumrenne. Ich muss jetzt da oben hin, oder? Fleischsäcke an Ulla bringen. Ulla! Wo kriege ich eine Quest her, Monsieur? Bei Ulla! Also Ulla ist jetzt kein schlechter Name, um Gottes Willen, aber... Unmodern. Und vielleicht merkt ihr es, ich habe das Mikro etwas umgestellt. Vielleicht ist ja sogar die Aufnahme jetzt viel, viel besser, dass man die Tastatur und das Klicken nicht mehr so hört, weil beides dahinter ist. Ich bin gespannt, was ihr da sagt. Wollen die uns jetzt mit Quests irgendwie zuspammen hier? Also wir werden jetzt gerade hier in dem Gebiet extrem verwöhnt, was das betrifft. Beschwere ich mich nicht. Besser, als wenn man keine Aufgabe hätte und nur grinden müsste. Das Spiel ist auch nicht so toll fürs Grinden. Also ich muss sagen, so gerne ich auch die Gegner hier töte... Wow, jetzt kommt noch ein Husten wieder mit zu. Umso mehr finde ich es klasse, wenn man auch durch die Welt geführt wird. Also ich... Grinden tue ich in MMORPGs, wenn es wirklich so diese Third-Person-Sachen sind, nicht von Draufsicht, sondern von, wenn man halt ins Spielgeschehen reinschaut, wenn es wirklich... Spinndrüsenextrakt. Ihr wisst, welche ich meine. So Typen wie World of Warcraft. Wo ich auch ein bisschen mehr von habe, von dem Kosmetischen. Ich mag ja, wenn Charaktere cool aussehen, wenn die toll aussehen, wenn sie ein schickes... Ich muss auch nicht sammeln, ich muss keine Skins sammeln, aber einen schicken Skin, den ich die ganze Zeit behalten kann, will ich schon mal haben, bei wo man gute Skins erhalten kann. Ich bin doch heute irgendwie ganz schön müde schon. Kaum geschlafen, ich werde heute auch früher ins Bett gehen. Und dann ist noch die Arbeit, dass ich morgen mal eine Stunde früher raus muss. Ich brauche mich nicht beschweren, ich muss morgen um 7 anfangen, sonst um 8. Ich denke, von euch, ihr werdet, der größte Teil von euch garantiert auch so aufstehen dürfen, auch zur Arbeit früh. Braucht man sich nicht beschweren, da muss man dann durch. Arbeit gehört zum Leben dazu. Ich finde es wichtig, dass man Arbeit hat. Wenn man irgendwann schon bei YouTube so weit ist, dass man Geld damit verdienen kann, das ist auch seine Arbeit. Aber nur Malochen... Heißt es Malochen? Nee, Quatsch, nicht Malochen. Nur... Wie heißt denn das? Wenn man so parasitär sich an etwas bereichert und nichts dafür gibt. Schmarotzen. Schmarotzen ist der richtige Begriff. Das finde ich nicht toll. Wenn man... Für Arbeitslosigkeit kann man häufig nichts. Oder für, wenn man gar nicht in der Lage ist, Arbeit, sei es eine Krankheit, sei es... Sei es irgendwie die persönlichen Möglichkeiten. Aber wenn man keinen wirklichen Grund dafür hat, sondern wirklich bewusst nur auf Kosten des Staates lebt, auf Kosten der anderen, dafür habe ich kein Verständnis. Das ist aber ein Thema, das könnte man schön in den Streamer reinbringen. Yadras ist nicht arbeitslos. Yadras tötet Zombies. Erledigt den Sarkophag des Irrsinns. Also er hat eine Aufgabe. Was sollen wir hier machen? Ah. Okay. Das sind alles nur Tagesquests. Das ist nicht die richtige Quest, die wir abschließen müssen.
Aber es bringt uns wenigstens Level 23 immer näher. Wir dümpeln auch ziemlich lange schon auf 22 rum. Das dauert lange. Sehr lange. Ihr könnt eine Weile mit diesem Game beschäftigt sein. Also ihr müsst bedenken, meine Parts sind jetzt immer so 15, 20 Minuten und so lange spiele ich auch nur. Also rechnet euch das mal aus. Wir sind jetzt bei Part 34, denke ich. 35? 35 mal 15. Also, nehmen wir 20. 35 mal 20. Nehmen wir 20 Minuten Parts, das ist das absolute Maximum. Dann wären wir bei 700. 700 Minuten. Jetzt rechnen wir durch. Ist ja noch gar nicht so viel. 700 durch 60. Kommen wir so auf ungefähr 12 Stunden, die ich gerade mal drin investiere. Verrückt. Und wenn man bedenkt, dass ich hier schon über 50 Stunden drin habe, dann ist das wirklich nicht so viel. Das ist ein halber Tag, den ich jetzt insgesamt da gespielt habe. Wenn ich an früher denke, bei World of Warcraft, da konnte ich 12 Stunden locker an einem Tag verbringen, als ich noch jugendlicher war. Hätte ich damals mit 2005 angefangen, die Sachen aufzunehmen und gleich vor YouTube online gegangen wäre, hätte ich die World of Warcraft Videos hochgeladen und ich denke, sie wären alle runtergenommen worden, weil das kein Spiel war, wo man so mit den Urheberrechten so, ja, so Larifari mal einfach, oh ja, darfst du aufnehmen. Das kam ja erst so durch die Indie-Szene so zusammen, dass man dass das Aufnehmen publik gemacht wurde, dass die Leute das toll fanden und dass auch festgestellt wurde, damit kann man Werbung machen. Das war ja damals gar nicht in den Köpfen der Leute drin. Werbung fand vielleicht im Fernsehen statt oder Radio, Zeitschriften, Internet als Werbeplattform. Ja, vereinzelt. Es wurde schon erkannt, dass da Potenzial hintersteht, aber doch nicht so wie heute. Heute haben wir eine gewisse Omnipräsenz der Werbung im Internet. Schaut euch Twitter, Facebook, was weiß ich an. Ihr kriegt personalisierte Werbung. So, damit habe ich jetzt ziemlich beschlossen, wenn ich nie in der Aufnahme gestorben wäre, denn jetzt gerade. Schaut mal, was der als Schaden raushaut in seiner blöden Giftwolke. Miasma. War ich nie so gefährlich eingestuft. Personalisierte Werbung ist eh ein großer Trend, weil es funktioniert. Ich schaue auch bei Facebook ab und zu kriege ich Werbeanzeigen, die mich tatsächlich interessieren und wo ich hier raufklicke. Ich kann ganz klar von mir behaupten, es funktioniert Werbung bei mir. Oh. Er ist tot. Aber hier oben geht's noch weiter. Noch haben wir nicht alle gefunden. Oh, da unten waren wir doch schon. Egal, gehen wir mal wieder hin. Ich gehe jetzt einfach alle Quests einfach machen. Ich finde, vielleicht reicht das sogar aus, wenn ich das hier sehe, dass wir dann mit den ganzen Quests auch 23 werden. Damit wir auch hier nicht unterlevelt sind. Oh, diese Müdigkeit. Ich habe gedacht, nur ein chilliges Ründchen Guardians of Ember, aber
Puh. Habt ihr das auch manchmal, so wenn ihr hart von der Arbeit kommt, ihr freut euch richtig auf ein Spiel, aber die Müdigkeit übermannt euch einfach so, dass ihr nicht könnt und dann habt ihr eigentlich gar nichts mehr vom Tag gehabt nach der Arbeit? Schreibt mir mal in die Kommentare, wie viel ihr eigentlich heutzutage noch Zeit für Spiele ausgeben könnt und vielleicht auch euer Alter dazu, dass man so ein bisschen einen Vergleich dazu hat. Ich bin jetzt 26 und ich muss sagen, mehr als 2-3 Stunden, wenn ich wirklich möchte, kann ich nicht mehr aus... kann ich nicht mehr abends. Säubern. Einmal alles weg. Wisst ihr, es gibt kein Auktionshaus. Weg damit. Warte mal. Ne, meine sind besser. Ja, weg. Weg. So, und wieder Platz. So, da müssen wir noch hin. Zeit für Rachel Badri GDE 10. Also wieder ein Boss, der noch nicht benannt wurde. Ein Spinnenboss. Sie ist sofort tot. Was für ein Hanswurst. Hansi! Hansi, das wäre doch der geniale Name für eine Spinne. Ich glaube aber, wenn ich mir das Paket gekauft hätte, wo man sich einen Namen aussuchen darf für einen NPC oder einen Gegner, ich hätte mir irgendeinen Magier genommen und hätte ihn Yadras genannt. Dann hätte ich mich in dem Spiel hier echt verewigt. So, wir kehren noch nach da oben zurück und dann soll es auch für heute erstmal reichen. Ich werde dann das Video noch schnell bearbeiten, durchlaufen lassen und dann noch ins Bett gehen. Aber coole Sache, wie wir jetzt mit den Quests hier durchkommen, wie auch scheinbar das mit dem Levelaufstieg jetzt klappt. Und ich merke sofort, wie man entspannter spielt, wenn man nicht mehr... Also, wenn es nicht mehr darum geht, nicht zu sterben. Wenn man wirklich das darf. Ich will es natürlich nicht. Ich will euch hier meine Profi-Taktik und so alles zeigen, aber... ich hoffe, den Witz habt ihr verstanden. Aber... Naja, man hat ein bisschen eine Last aus seinen Schultern genommen. Und warum? Guck dich doch an, du bist so mächtig. Du bist der Hauptmann. Warum rennst du nie los? Du kriegst die alle tot. Ah. Wie eine Quest. Dankeschön. Ich will euch nicht schon wieder hier verabschieden. Wo haben wir mal einen guten Verabschiedungspunkt? Haben wir irgendwo Wasser? Kann ich hier rein? Ne. Ich verabschiede mich von euch auf dieser tollen Holzbrücke, genau. Und deswegen sage ich, Leute, danke fürs Zusehen. Lasst mir ein Like und einen Kommentar da, vor allem zu den kleinen Fragen, die ich auch gestellt habe. Und wenn ihr gerne mehr von mir sehen möchtet, würde ich mich total über ein Abo freuen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei den Wächtern von Ember. Beziehungsweise mit mir, den Deppen vom Ember, der einfach mal offscreen gestorben ist. Also denn, ciao und bis zum nächsten Mal.